It's all about humanity. Boah, da sehe ich mich. Zodiac Dolce plus 8, 25 won. Ich würde sagen, da ruft irgendwie der Gildenschmied raus. Deswegen kaufen wir die mal ganz fix. Und ziehen wir die gleich auf den Gildenschmied, oder? Erstmal moin moin und willkommen beim nächsten Part. Einfach zu krank, wie teuer mittlerweile Mondsteine geworden sind. 7,4 won. Aber nicht schlimm, kaufen wir trotzdem und wir sehen uns gleich beim Gildenschmied. Ja, wir sind beim Gildenschmied angekommen. Die Zodiac Dolce freuen sich jetzt draufgezogen zu werden. Ja, wie gesagt, letzten Part mit den Onyx, das ist halt, das juckt mich dann nicht, wenn das jetzt kaputt geht. Wenn es jetzt klappt, wäre natürlich optimal, dann hätten wir nochmal ein bisschen Plus gemacht. Aber dennoch, mal schauen, ob wir Glück haben oder nicht. Ich bin gespannt, ob wir die jetzt auf 9 kriegen oder nicht. Und ich würde sagen, unseren Trick anwenden. Einmal auf 9, jetzt spielt ihr zweimal die Stirn, Bro. Einmal, zweimal und sie sind kaputt. Ach, ist doch nicht schlimm, Freunde. Bisschen Wunsch verschwenden dürfen wir immer noch. Der nächste Schritt in die richtige Richtung. Es gibt gerade Doppel-Prezi-Ohrringe und das ist das einzige EQ-Teil, was wir noch nicht haben. 25 Won, die nehmen wir auf jeden Fall mit ab in unsere Tasche. Und dann wird demnächst Ohrringe geupt und geswitcht. Nice. Oh Mann, 5 Tage Autojagd am Stück sind schon wieder fast rum. Wir sind jetzt fast Champions Level 16. Freut mich mega, dass das jetzt auch fast geschafft ist. Hier seht ihr jetzt auch mal gerade so die Fragmente-Drops, die ich seit heute Morgen um 11 Uhr, seit gestern Abend um 22 Uhr, Entschuldigung, seit gestern Abend um 22 Uhr, 11 Uhr, mein Gott, gemacht habe. Und ja, 68 schimmernde Muscheln sind dabei rum, 67 schimmernde Muscheln sind dabei rumgekommen. Und jetzt sind wir Champions Level 16, freut mich mega, damit ist das auch geschafft. Mal schauen, wie lange wir jetzt bis Champions Level 17 brauchen. 59 Mille XP ist halt schon verdammt viel. Ich denke mal, das werden jetzt so 6 Tage werden. Und dann werde ich wahrscheinlich Champions Level 17 sein. Mein Pet läuft jetzt noch 4 Tage. Das heißt, es reicht definitiv nicht mehr für Champions Level 17. Es sei denn, es kommt jetzt noch ein XP-Event, was ich aber nicht glaube. Aber ich bin zufrieden, wir sind jetzt Champions Level 16. Und ja, wir haben gut gefarmt, wenn es halt kommt. Zwei Truhen machen wir hier auch noch auf. Vielleicht kriegen wir ja nochmal auf Glück hier einen Jedit EQ-Teil, schimmernde Muscheln und Sonnjedit, naja, nichts Besonderes. Egal, machen wir weiter hier, würde ich sagen, und ja. Ja, Freunde, ging schneller als erwartet. Das erste Schmiedehandbuch ging direkt auf plus 7. Mal gucken, ob das erste auch direkt auf plus 8 geht. Das wäre verdammt sick, Alter, wenn wir es direkt hinter uns bringen. 3, 2, 1 und, Fegestang, kommen die nächste Bombe auch drauf und dann können wir sie nochmal weitermachen können oder nicht. Oh, nochmal plus 7, ich hole direkt das nächste Schmiedehandbuch. Gott sei Dank habe ich genug Schmiedehandbücher beiseite gelegen. Ja, jetzt mal schauen, ob die Ohrringe diesmal auf 8 gehen. Dann habe ich das hinter mir. Ich wäre glücklich. 3, 2, 1 und wieder fehlgeschlagen. Ah, schade. Es wäre so schön, wenn das direkt klappen würde. Der nächste Try auf 8, die ging schon wieder direkt auf 7. Das erspare ich euch ganz. Ich zeige euch nur die 8er Tries. Jetzt aber 3, 2, 1 und es ist geschafft. Die Ohrringe sind schon plus 8. Ehre, jetzt nur noch magische Steine holen und dann ziehen wir die Dinger direkt auf plus 9, würde ich sagen. Ja, Freunde, 6 Tries können wir noch machen, weil wir haben jetzt hier nur noch 173 Schmiedestahlplatten. Das heißt, wir müssen die demnächst mal wieder aufheben. Aber vielleicht reichen ja 6 Tries. Bis jetzt habe ich ja immer relativ viel Glück gehabt bei den Prezi-Gutteilen. Erste Try leider fehlgeschlagen, der zweite Try auch fehlgeschlagen. Ich wäre nicht traurig, wenn das jetzt nicht klappt, aber dennoch wäre das echt schön. Dritte fehlgeschlagen, der vierte auch fehlgeschlagen. Komm schon. Gönn mal, fünfte fehlgeschlagen und der letzte Try, auch fehlgeschlagen. Nichts schlimm, das heißt, wir müssen Schmiedestahlplatten farmen, ist kein Ding. Und dann gibt es wahrscheinlich im nächsten Part wieder ein paar Up-Tries. Ja, die 50% Happy Hour ist nun am Start. Ich habe mir 36 Switcher genehmigt jetzt. Und die Ohrringe müssen fertig werden. Die restlichen Switcher werden wir alle auf Titanis hauen, weil wir noch einen Titani brauchen. Mal schauen, wie viele Switcher wir benötigen für 20 Teufel. Ich bin gespannt. Die ersten zwei Switcher schon mal Müll, der dritte 20 Untote, können wir nicht gebrauchen. 20 Orks, ebenfalls Müll. 15 Einhand, 10 Dolch, brauchen wir auch nicht. 20 Untote, auch Schmutz. 10 Teufel, wir brauchen 20 Teufel bitte. Keine 10. Wieder 10 Teufel, 20 Tiere, 4 Giftwiderstand, schade drum. Jetzt gib mir 20 Teufel bitte, damit ich Ruhe habe. 15 Pfeil, 5 Giftwiderstand, 6 Teufel, nein. 20 Orks brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir genauso wenig. 20 Tiere, 20 Orks, nein. 8 Doppeljob, wieder nur Müll. 20 Teufel, 10 Mana-Rob, perfekt. Die Ohrringe sind fertig, mehr brauchen wir nicht. Und dann haben wir noch 22 Switcher gleich über für Titanschilder. Ja, ich habe mir jetzt 3 bonierte Titanis geholt. Hauptsache AGO rein. Wie gesagt, mein Traum ist es jetzt hier noch ein AGO halt mit einem Blocken Titani zu drehen. Aber das ist natürlich ja fast unmöglich so gefühlt. Aber mal schauen, was wir reinkriegen. 22 Switcher haben wir ja noch über. 12 Stärke, 10 Teufel, Müll, Halbmenschen, Decks und Teufel, ohne AGO leider Müll, wieder kein AGO, AGO, 10 Teufel, 6 Decks, das erste Schild ist so gesehen verkaufbar für Auragewand, machen wir weiter mit dem zweiten hier, 5 Crabs, kompletter Müll, 8 Int, auch Müll,
10 Blocken, 10 Teufel, 6 sind auch Müll, 10 Teufel wieder Müll, 3 Halbmenschen, 12 Decks, 10 Teufel, ich sag jetzt nicht mehr Müll, ich sag jetzt einfach, ich sag gar nichts mehr, so. Blocken, Stärke, da jetzt noch Argeo dabei, dann hätte ich sogar fast gesagt, das ist okay. Oh. 12 Decks, 15 Blocken, 2 haben 8 Wind, das ist natürlich ein geiles Schild zum Verkaufen, das lassen wir natürlich, wenn da 10 Halbmenschen gewesen wären, die Leute hätten mich wieder gehasst, aber dennoch ein geiles Schild verkaufen wir natürlich, so wie es ist, machen wir weiter hier mit dem dritten, wenn noch ein paar Switcher bleiben, holen wir sogar noch ein Titani, aber bin ich mal gespannt, ob die Switcher reichen für noch ein AGO-Schild, wieder nichts drin, 12 Decks, 10 Blocken, diesmal keine 15 Blocken, aber machen wir weiter. 3 Halbmenschen, nichts Besonderes. 10 Blocken, Decks. Warum eigentlich immer nur Blocken und Decks? Kann auch mal Stärke Blocken reinkommen. Wieder nichts dabei. Und der letzte Switcher ist auch Müll. Schade drum, hätte ja was gönnen können. Aber wie gesagt, mit den zwei Schildern bin ich mehr zufrieden. Die Switcher haben sich gelohnt. Dann im Nachhinein noch die Ohrringe sind fertig geworden. Wo habe ich sie jetzt eigentlich? Ich glaube, ich habe sie schon ins Lager gelegt. Super. Ne, da sind sie noch. 20 Teufel, 10 Mana Raub. Perfekt. Ich bin zufrieden. Ja, wir haben jetzt hier endlich unser Titani, was wir wollten, circa. Leider kein Halbmenschen, aber so ist das trotzdem top für uns. Da werden wir jetzt noch 6. 7. reinmachen, in Hoffnung, dass der 5. hinzugefügte Boni nochmal 1% hat. Weil so gesehen ist ja scheißegal, was da reinkommt. Ob das jetzt 10%, ob das 25% sind, ist wurscht. So gesehen haben wir am Ende ein Block nochmal mehr, bedeutet 2 Blocken im Aura-Gewand. Das wäre das große Ziel. Mal schauen, ob wir das schon beim Hinzufügen kriegen. Das wäre wirklich krank. Dennoch mal schauen, was wir machen. Wir geben das jetzt ab und hoffen, dass da was Gutes reinkommt. Und ob das Schild geklappt hat, sehen wir dann natürlich im nächsten Part. Also haut rein, bis zum nächsten Video. Euer Simply. Ciao, Freunde.